willkommen zur Lukas vs. Lars epischen Fußball-Olympiade. Lukas vs. Lars. Wir werden in verschiedenen Sportarten gegeneinander antreten, aber immer im Fußball-Style, denn wir sind Fußballer. Wir haben 5 Disziplinen vorbereitet. Wer davon 3 gewinnt, hat Lukas vs. Lars gewonnen. Und der Verlierer kriegt eine Bestrafung. Oh yeah. Das erste Spiel ist ganz normal Tor zu Tor auf dem Fußballplatz. Wir spielen bis 5 und das Ganze mit 2 Kontakten. Also wer als erst 5 Tore hat, hat hier den ersten Punkt. Und natürlich ohne Hand, ne? Let's go! Nope. Oi. Uno. Oh, das hat weh. Nope. Oh, der bringt sich da um, ey. Oh. Ich bin Nummer Uno und du Nummer Dos. Du musst dich erstmal warm spielen, Freunde, ne? Erstmal warm spielen. Ist gleich schon vorbei hier, nicht warm spielen. 8 bis 5, das ist ganz entspannt. Nope. Ich hab den! Nein. Boah, da willst du umbringen. Oh, der ist verrückt! Der will sich umbringen, Alter. Scheiße! Oh, war drin? Pfosten raus, Alter. Ich dachte, der innere Pfosten raus, oder was? Ich habe nicht mal gecheckt, dass ich Tor geschossen habe. Du hast den Ball zu doch mit dem Kopf angenommen. Ich glaube auch. Okay, 2-1. 2-1. Oh. Alter, was? Headshot! Der hat gleich Gehörnerschütter auf. Was? Ey, der war wild. 2-2, da sind wir wieder. Das habe ich auch gesehen, dass er drin war. Nein! Boah, dreckiger. 2-2! Ich dachte nicht gegen den Hodenkurbel, dachte ich. Alter. Boah, letzte Pfosten, Alter. Jetzt geht's los. Digga. Jetzt geht's aber los hier. Oh mein Gott, das kann Tor werden. Ah. Leute, Köpfchen brauchen wir auch manchmal. Es wird hier spannend, Freunde. Es wird hier spannend. Hier wird gekämpft. Ich bin so ein schräger Typ. Ich brauche von schräg. Überraschungsangriff. Scheiße, ich hab's nicht überrascht. Oh, der tut weh. Der tut weh. Todesweh getan in der Wabe. Ach du Scheiße. Es wird gut. Eieiei. Ach du Scheiße. Vier, drei für den Kobold. Das ist ein Ernstspiel. Oh, Scheiße. Ah, ich war zurückgegangen. Nein! Und stehen bleiben. Erster Angriff. Oh mein Gott. Noch ein drauf. Oh, Schade!
4-4. Matchball für beide. Alles entscheiden, Leute. Wir wollen 5 Disziplinen spielen. Ich bin jetzt schon tot. Kurzer Prozess jetzt hier. Lauf! Oh. Nope. Kurzer Prozess, ja. Bam! Alter, der ist ja verrückt. Nein! Nope. Oh, ja. Oh, dreckig. Der war dreckig. Der schon wie ein Dreckiger. Alter. Aber mein Schädel brummt, Leute. Mein Schädel brummt, Digga. Ich bin ehrlich. Zwischenzeitlich habe ich 2-3 Bälle gesehen. Digga, ich hoffe, meine Taktik ist aufgegangen, da ich dem Gehirnerschütterung verpasst habe und jetzt die nächsten 4 Spiele gewinnen kann. Ja, die Taktik funktioniert, glaube ich. Die tut wirklich weh. Sind wir schon drauf, ja, oder was? Wir sind bei der zweiten Destination of the Nation, Caucasian, angelangt. Wie nennen wir das? Badminton-Fußball. Das ist eigentlich ein Badminton-Feld. Spielen wir jetzt bis 11. Man nennt das Badball. Badsport, könnte man auch sagen, ne? Ja. Ja, ich bin auch ein Bad Boy. Der Ball darf einmal auftitschen. Und sonst ganze Feld spielen wir. Mehr Regeln gibt's nicht. Die Regels sind die Regels. Füll mal den da. Ja, moin. Ich warte auf deine Angabe. Sicher? Ja, okay, okay. Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der war Nessie! Nessie, das ist mein Name. Ein Bad Boy. Oh, direkte Annahme. Oh, was ist denn hier los? Oh, jetzt geht's aber los. Starke Rette, starke Rette. Warum seid ihr so krass auf einmal? Was ist los mit euch? Voll krass, Digga. Wundermal. Ich dachte so immer so ein, zwei Bälle und dann verkack. Boah. Nope. Boah, der war schwer noch so zu kriegen, Alter. Ja, ja. Ich habe mich so gefreut, dass ich den da noch hochkriege und schaffe es, den rüberzulegen. Oh. 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 Ich bin zu schwach! Dry, dry. Nope. 5-4 für den Fuß. Draußen? Junge, was alles kaputt. Okay, das gutes heißt. Stück. 6-4? Eieiei. Bisschen Zeit lassen, bisschen verschnaufen. Ist schon anstrengend, Freunde. Wir sind halt auch schon beim zweiten Spiel. Okay.
Alter, so räudig. Sorry, sorry für Netzroller. 7. Straf dich, Holzi. Oh no, jetzt wird's ernst. Die ist auch sehr schwitzig, ja. Das könnte auch ein Latte sein. Kennt ihr diese Tischtennisspieler? Hier mal, wenn die einen Sieg, einen Punkt holen. Tja! Mach das jetzt auch. Ja, ist gut. Schulter. Schulter. Nein! Tja! 8-5. Was für eine Granate, Alter. Oh, 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 ich bin einfach zu dumm, den gerade rüber zu spielen. Nein! Oh. John! 9-6. Wir wollen den Holz nicht noch mal rankommen lassen, wir müssen es jetzt langsam aber mal beenden. Oh, oh. Oha! Ah, Scheiße! Geht noch, geht noch! Nein! Oh mein Gott! Jedes Mal zu schwach! Das ist doch scheiße! Fuck, so ab, ja. Oh mein Gott, der war noch. Der war, ich glaube, der wirklich der war, oder? Der war genau in der Ecke, Alter. Ich hab ein bisschen Paras, was ich hier reinkrache, ja? 1-1, ich bin ganz schön fertig. Gehen wir ins dritte Spiel. Moin Trimax, Leute hier. Jetzt Squash. Wir sind in einem Squash-Feld zum allerersten Mal, aber Fußballstyle natürlich wieder, ne? Ich weiß nicht, ob ihr Squash kennt, man muss den Ball gegen so eine Wand knallen, kommt er zurück, darf nur einmal auftitschen. Ja, man muss den Ball mit einer Berührung gegen die Wand, dann darf er einmal auftitschen, dann muss der nächste mit einer Berührung gegen die Wand. Ihr werdet schon verstehen, Alter. Squash, das spielen auch nur Idioten, Alter. Also werdet ihr das schon checken. Wer spielt Squash, Digga? Das ist genau das Richtige für mich. Wer spielt Squash, Mann? Warum hat man dieses Sportart erfunden? Komm, let's go. Das Ganze wieder bis 11 und wechselnde Angabe. Das sieht gut aus. Gleich 100%, ja, bam, 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 bam. Letztes Mal, als er das gemacht hat, war weg. Aber...
Für dich? Ja, kein Bock mehr. Das ist kein Bock mehr. Schön, dass wir wieder abgeballert. Also das ist Holzis Spiel auf jeden Fall. Mach weiter. Ah, Mann. Ich hab doch gesagt, Squash ist für Idioten. Das war der. Ey, erzähl, der war einfach krass. Ja, der war krass, der war echt. Heulig! Muss man alles reinwerfen. Irgendwie muss ich versuchen, den zu kriegen. Das ist einfach Holzis Spiel. Der macht Squash-Mannschaft auf. Kommt in meinen Verein. Squash-Tatos. Das ist so und noch schlimmer jetzt. Das sind diese ekligen Angaben hier. Ihr meint doch nicht ernsthaft, dass da Kontrolle in diesem Fuß ist, Alter. Oh! Next-Spiel. Ey, ich sag euch, wie es ist. Squash, das beste Spiel überhaupt. Ich glaube, wir machen jetzt nur noch Squash-Fußball. Angaben so, dass der Gegner gar keine Chance hat, die zu bekommen. Dann gewinnt man einfach, Leute. Ei, ei, ei. An sich würde das, glaube ich, unnormal bocken. Unnormal bockt das, Digga. Nie wieder spiele ich das. Opferspiel, Digga. Wer Squash spielt, ist Opfer. 100%. Die armen Squash Leute. Digga, nichts Arm, die sind Opfer, Alter. Oder die freuen sich gerade, dass wir endlich mal ihre Sportart spielen, Alter. Das Feld müsste ein bisschen größer sein, vielleicht. 2-1. Ja, 2-1. Wir sind jetzt mittlerweile beim vierten Spiel angekommen. Ich habe mich langsam beruhigt. Squash ist immer noch für absolute Doofs. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle auch an Kosmosport, die das Ganze hier möglich gemacht haben. Ja, die haben wirklich alles. Beste Halle. Beste. Und ja. Matchball jetzt für dich. Matchballspiel, ja. Und es wir gehen auf den Sand. Auf den Sand. Beach Soccer. Wir freuen uns. Ja. Also ich fühle mich wie Malle. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ich nehme Ball. Du darfst in der Seite aussuchen. Ich gehe auf die Gewinnerseite. Das ist ähnlich wie Tor-zu-Tor-Challenge, nur auf Sand halt. Diesmal haben wir 3 Kontakte und wir spielen wieder bis 5. Ich muss Holzi jetzt besiegen, sonst kriege ich die Bestrafung, die übrigens ist, einmal nackt in den Schnee legen. Schneit einfach im März. Ja, moin. Lass mal ein Like da dafür, dass ich so eine schöne Gerade gezogen Lass habe. Lass mal allgemein Likes dafür, Lukas vs. Lars. Ba, 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 ba. Ja, auch vielleicht mal mit mehr Bestrafung, krasseren Bestrafung. Ins mehr als Bestrafung? Boah. Ready? Was? Der Kobold! Der Hoden-Kobold! Das schlägt er wieder zu. Jetzt 1, 2, ja moin! Das ist so schwer, Digga! Ah! Ja! Was? Alter! Was ist das denn hier? Der baut zum letzten Moment hier von Hügel! Ey, Digga! Nope. Ich schaff das nicht mal, den Hoden zu flicken! Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Jeder Schuss ein Treffer. 3 Schüsse, 3 Tore, Digga. Der Tisch auf, der springt so hoch. 1, 2, 3. Oh, erster Save. Ah. Oh. Oh, oh, Digga. Ja, Spagat. So, jetzt einmal Volley. Ah. Oha! Oh. Oh. Der springt halt in den Winkel mal rein. Boah, was ist das, Alter? 1-2. So, einmal jetzt im Volley. Nope. Okay, ich mach aus Fairness auch einen Volley. Können wir fertig kommen. Alter, der Volley ist doch im Knie.
danke. Messi. Was? Ja, was ein Dreckspiel hier. Huch. Ah. Warte mal. Ja, für den Schuss muss mal kurz die Socke entsandet werden, Junge. Es kommt auf Traumtor. Krasse Leute. Ja, der ist gebrochen jetzt. Wenigstens war der letzte noch ein schöner Treffer. So, was war schlimmer? Squash oder das hier? Squash. Wer das macht, redet nicht mit mir. Ab in die Bestrafung. Oh oh. Es hat halt genau heute Nacht geschneit. Das ist perfekt. Man hat einfach so gerochen, es wird schneien und dann machen Bestrafung. Ich find's gar nicht so schlimm hier draußen. Ich find's ganz angenehm. Oh Gott, guck mal, der zieht komplett durch. Der zieht ja komplett durch. Ja, was die Gollum. Why are you running? Leute, lasst ein Like da für Lukas vs. Lars. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis danke, dann, Leute. Spaß. Danke, gerne.